Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Birdie Train. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und vielen Dank an Golfpost dafür, dass ihr dieses Video auf euren Kanälen geteilt habt. Und ich bin jetzt guter Dinge und hoffe, dass ich dir mit dem Inhalt dieses Videos einen Weg aufzeigen kann, wie du den Ball deutlich weiterschlägst. Darum geht es und wir betrachten einen wesentlichen Unterschied zwischen Profispielern und Hobbygolfern. Das bedeutet jetzt gar nicht, dass du in diesem Aspekt, den wir jetzt behandeln, nämlich Bodendruck aufbauen, da landen musst oder wirst, wo die besten Spieler sind. Aber die Frage ist ja, wie viel Prozent von dem, was die erreichen, kannst du auch erreichen. Und das wird ziemlich sicher mehr sein, als du momentan nutzt. Und länger schlagen ist absolut ein Ziel, was jedem Golfer hilft. Je länger man schlägt, desto geringer wird der Score tendenziell werden. Und man kann sich das so ganz gut vorstellen, damit man erstmal das versteht, für sich greifen kann, für sich selbst klar wurde, warum Bodendruck wichtig ist, kann man dann für sich erarbeiten, wenn man sich vorstellt, auf einer Eisfläche stehend einen Golfball zu schlagen. Und da kann man sich vorstellen, dass man den Ball nicht so weit schlagen kann. Warum? Weil der Widerstand zwischen Füßen und Boden wesentlich geringer ist. Das heißt, dann kann diese Kette, diese Beschleunigungskette, dieser Beschleunigungsverlauf nicht so gut stattfinden, als wenn ich sehr viel Widerstand am Boden habe. Und auf dem Rasen habe ich jetzt schon wesentlich mehr Widerstand, aber ich kann den vergrößern, nämlich durch meine Dynamik, meine Bewegung. Und wenn ich jetzt in dem Teil in dem Boden arbeite, wird es effektiv so sein, dass ich mehr Druck aufbaue, mehr Druck in den Boden gebe, dementsprechend auch mehr Widerstand dort habe und deswegen die Bewegung deutlich kraftvoller machen kann. Und das funktioniert in einem Golfschwung auf eine bestimmte Art und Weise, maximal effizient. Und die gehen wir jetzt einmal zusammen durch, sodass du weißt, wie machen sehr gute Spieler das, die den Ball eher weit schlagen. Und wir betrachten jetzt einmal den Winkel zwischen rechtem Oberschenkel und dem Oberkörper und der ist am Anfang gegeben. Also wir nennen das einfach mal gebeugte Position. Und wenn ich jetzt aushole in die höchste Position, dann habe ich jetzt hier keine Beugung mehr, sondern die rechte Seite ist vollständig gestreckt und ungefähr gerade. Ja? Und aus dieser Position arbeite ich wieder gedanklich in mein Setup. Ich fühle mich jetzt von hier so, als würde ich schwerer werden und komme in mein Setup zurück, vielleicht sogar etwas tiefer, nur dass der Schläger jetzt im besten Fall noch deutlich rechts von mir ist. Und dadurch baue ich diesen Bodendruck jetzt auf, den ich dann, wenn der Schläger noch rechts von mir ist, jetzt noch für mich nutzen kann, um jetzt wieder in eine Streckung zu kommen. Der Ablauf ist also Vorneigung, Beugung des Körpers, dann Streckung der rechten Seite, dann wieder Vorneigung. Da baue ich den Bodendruck auf, werde schwerer für mein Gefühl und dann streckt sich die linke Seite, sodass ich jetzt hier auch wieder Oberkörper und Beine oder das linke Bein grob in einer Linie habe. Und das sorgt dann dafür, dass ich maximal den Schläger beschleunigen kann und den Ball eben weit schlage. Und bei Hobbygolfern gibt es zwei typische Muster. Einmal die Leute, die am Anfang diese Vorneigung logischerweise haben und dann nicht genügend rausnehmen und dann zu früh nutzen. Das ist nicht effizient, das ist nicht maximal ideal, weil man dann vor allem seine Aushollänge drastisch reduziert. Deswegen kann man den Ball nicht so weit schlagen. Man nutzt aber wenigstens den Boden für sich. Das allerdings zu früh, deswegen sind Ballkontakte und Richtung meist auf einem eher geringen Niveau. Zumindest das, was im Vergleich zu dem, was für den Spieler möglich ist. Der zweite Aspekt oder die zweite Art und Weise, viele Hobbygolfer den Boden für sich nutzen oder eben dann zu wenig nutzen, ist ein Überstrecken im Aufschwung. Und das sorgt dann dafür, dass der Weg zurück sehr weit ist, man meist dann im Durchschwung eher noch vorgeneigt ist und viel zu spät in die Streckung kommt oder gar nicht. Sieht dann so aus, wenn das Finish eher hier ist. Und dann baut man zwar von hier den Bodendruck auf, aber man trifft schon den Ball und kann den gar nicht mehr für sich nutzen. Insofern ist das keine effiziente Geschichte. Und wir gehen jetzt drei Stufen durch, um dir eine Reihenfolge des Übens an die Hand zu geben, um das Ganze auch umsetzen zu können. Und der erste Schritt, den haben wir jetzt eigentlich schon durchlaufen, das ist, die einzelnen Positionen zeigen zu können. Vorneigung,
rechte Seite gestreckt. Vorneigung, Schläger noch rechts von mir. Auch wenn die meisten Leute eher abnehmen wollen, müssen wir uns jetzt von hier nach da eher schwerer fühlen. Wir arbeiten in dem Boden und dann kommen wir in die gestreckte Position und checken, ob wir hier dann in einer Linie dastehen, relativ gerade dastehen. Das ist Schritt 1. Schritt 2 sieht so aus, dass wir ausschließlich im höchsten Punkt die Pause machen und dann den Ball hinzunehmen und ihn schlagen. Und den Rückschwung fokussieren wir zunächst. Also wir checken jetzt von hier, dass wir die rechte Seite strecken. Das bringt uns in die höchste Position. Und von da an, oder da machen wir so lange eine Pause, bis wir uns so weit gesammelt haben, dass wir verinnerlicht haben, dass wir jetzt kurzzeitig schwerer werden wollen, wieder in die Ausgangsposition zurückkommen wollen, um dann in eine aufrechte Endposition zu kommen. Und ich kann die Pause ruhig relativ lange oben machen, so lange, bis ich mich gesammelt habe und der Ballkontakt, die Qualität des Treffens ist dabei erstmal zweitrangig. Gut, das ist Schritt 2 und der dritte Schritt ist dann kein wirklicher Übungsschritt mehr, sondern einfach ein normaler Schwung. Und da bin ich natürlich dann am Anfang, wenn ich es die ersten Male übe, nicht in der Lage, das 100% umzusetzen. Aber wenn ich diese Vorübung, diese Trockenübung mache und dann die Übung, wo ich oben die Pause mache, um dann schwerer zu werden, um dann zu strecken, dann werde ich einen Teil dieser, ja, erarbeiten Fähigkeiten, das richtig zu koordinieren, auch mit Ball machen können. Und da ist es dann auch egal, ob schon 5% da ist von dem, was das Endziel ist, oder 20% oder 50%. Es geht mehr darum, dass man dann auch versucht, dieses Prinzip bei vollen Schlägen anzuwenden. Also, wichtig festzuhalten, Beugung, Streckung, Beugung, Streckung. Dieser Ablauf, der ist in jedem guten Golfschwung vorhanden. Den muss man also, sofern das nicht automatisch, intuitiv vorhanden ist, kennen. Und dann hoffe ich, dass du über diese Übungsschritte und über das Verständnis dann in die Lage kommst, das immer besser auch in deinen Golfschwung zu integrieren. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. Und abonniere auch unbedingt hier unseren Kanal, um uns die Möglichkeit zu geben, dir auch in Zukunft mit deinem Spiel weiterzuhelfen. Alles Gute und bis hoffentlich bald hier wieder auf unserem Kanal.